Ja, hallo zusammen. Ich bin's mal wieder, Benjamin Decker von der Stadtbücherei in Geislingen. Und heute zeige ich euch bei einem kleinen Film im Rahmen unseres Projekts Zusammenhalt erleben, wie man zu Hause ganz einfach einen kleinen Trickfilm machen kann. Vielleicht wisst ihr, dass die Stadtbücherei Geislingen häufiger Trickfilme macht. In den Sommerferien gibt es im Rahmen des Schülerferienprogramms ganz oft eine Trickfilmwerkstatt. Wenn ihr schauen wollt, welche tollen Filme die Kinder in den vergangenen Jahren da hergestellt haben, dann schaut mal auf den YouTube-Kanal der Stadtbücherei Geislingen, da könnt ihr die alle anschauen. Vielleicht wisst ihr auch, dass die Stadtbücherei Geislingen letztes Jahr einen Preis gewonnen hat als Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg. Und zu dem Anlass haben wir einen Stop-Motion-Film gemacht, der ein bisschen über die Arbeit der Bücherei erzählt. Und mit der gleichen Technik zeige ich euch heute, wie man zu Hause einfache, schöne kleine Trickfilme in Stop-Motion-Technik herstellen kann. Um einen Trickfilm in Stop-Motion-Technik herzustellen, brauche ich natürlich vor allem erstmal eine Idee. Worum soll es in dem Film gehen? Wer spielt mit? Was soll passieren? In dem Film, den ich heute mit euch drehe oder für euch drehe, sind das hier die Hauptfiguren. Hier haben wir den Prinzen und wir haben den geheimnisvollen Schwarzen Ritter. Um die beiden geht's. So soll der Film auch heißen, Der geheimnisvolle Schwarze Ritter. Das passt ja ganz gut auch nach Geislingen, denn wir haben ja die Burgruine Helfenstein und da haben natürlich früher auch Ritter gelebt. Das Ganze findet bei einem Turnier statt, deshalb habe ich hier die Ehrentribüne für den König und die Königin und hier sitzt noch eine Prinzessin. Es gibt noch andere Tribünen für Zuschauer. Natürlich sind auch königliche Wachen da. Und Bauern und Handwerker aus der Gegend sind natürlich auch gekommen, um dem Turnier zuzuschauen. Also das sind die Kulissen, die ich vorbereitet habe. Ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, die werdet ihr nachher sehen. Grob ist die Geschichte so, es gibt ein Turnier, der geheimnisvolle Schwarze Ritter ist da und besiegt die anderen starken Ritter und fordert den Prinzen zum Kampf heraus. Und der Prinz stellt sich natürlich der Gefahr und nimmt die Herausforderung an. Und wie es dann weitergeht, das verrate ich euch natürlich erst später. Damit ihr einen Trickfilm erstellen könnt, braucht ihr irgendein Gerät, wie zum Beispiel hier so ein Tablet-PC. Ihr könnt aber auch ein Smartphone verwenden. Und dann braucht ihr eine App dafür. Da könnt ihr über den App Store verschiedene Sachen suchen. Hier im Google Play Store habe ich jetzt schon mal eingegeben Stop Motion Studio. Stop Motion Studio ist eine App, mit der wir in der Bücherei schon öfters gearbeitet haben. Die hat so ein blaues Icon und diese App ist kostenlos. Die kann in der kostenlosen Version nicht so arg viel, aber sie kann auf jeden Fall dabei helfen, einen einfachen Trickfilm zu erstellen. Die gibt es auch kostenpflichtig, dann hat sie ein paar mehr Funktionen. Wenn ihr richtig Spaß dran habt, könnt ihr euch das ja überlegen und fragen, ob ihr von der kostenlosen auf die teurere App wechseln könnt. Die kostet so ungefähr 5 Euro. Beim Stop-Motion-Film machen ist es ganz wichtig, dass die Kamera, also die im Tablet oder im Smartphone eingebaute Kamera, immer am gleichen Ort bleibt. Deshalb habe ich mir hier aus Lego so einen kleinen Kamerawagen gebaut. Auf den kann ich das Tablet draufstellen und damit dafür sorgen, dass es immer am gleichen Platz bleibt und ich kann auch in eine Szene rein- oder rausfahren. Das macht das Drehen ein bisschen einfacher. Hier drüben habe ich mal meine beiden Hauptfiguren aufgebaut und da kann ich euch jetzt zeigen, wie ihr einen Film herstellen könnt. Wir holen die beiden Hauptfiguren mal ein bisschen näher und drehen die mal um. Und jetzt können wir die mal kämpfen lassen. Damit das funktioniert, müssen wir ganz viele einzelne Bilder machen, denn daraus besteht der Stop-Motion-Film. Die Bilder machen wir hier in der App, indem wir hier diesen Knopf drücken, den roten Knopf, und damit ist dann das erste Bild gemacht. Jetzt haben wir ein Bild hergestellt und jetzt müssen wir die Figuren ganz leicht verändern, um den nächsten Schritt hinzukriegen. Der Schwarze Ritter hebt hier seinen Morgenstern ein bisschen hoch und der Prinz sein Schwert. Wichtig ist auch, dass wir möglichst versuchen, dass die Figuren sich nicht allzu sehr von der Stelle wegbewegen. Nächstes Bild. Wenn ich sicherstellen möchte, dass die Figuren an der gleichen Stelle stehen, habe ich hier verschiedene Hilfsmittel. Ich kann hier so ein Raster ein- und ausblenden.
Dann kann ich ungefähr schauen, ah, okay, der Prinz, der ist jetzt hier an der Stelle, da soll er ungefähr bleiben. Ich kann das Raster aber auch ausblenden, wenn es mich stört, und kann mit dem Regler hier die anderen Bilder überblenden. Jetzt habe ich es total überblendet, ja, zur Hälfte. Jetzt sehe ich das alte Bild noch und sehe meine Figuren. Kann sagen, ah, hoppla, die sind mir umgefallen, aber hier müssten sie stehen. Dann stehen sie am gleichen Ort wie vorher, sodass ich hier an der Stelle weiter drehen kann. So sieht unser Filmset nach der ersten Szene aus. Wir schauen mal näher hin. Hier wäre der gestürzte Ritter. Da haben wir Zuschauer, hier ist die Tribüne, da ist die Nebentribüne, hier sind noch einzelne Zuschauer, hier ist der siegreiche Ritter. Und jetzt drehen wir mal die nächste Szene und dann zeige ich euch, wie das Schritt für Schritt mit hier dem Tablet hier drüben funktioniert. So, jetzt kommen wir mal zur nächsten Einstellung. Zur nächsten Szene, die heißt die Herausforderung. Und was wir hier sehen, das ist eben das Tablet, mit dem wir die Aufnahme machen. Wir haben jetzt hier die Kamera vom Tablet auf die königliche Tribüne eingestellt. Und hier drüben haben wir den Auslöser und damit machen wir die Fotos. Wenn das weiß aufleuchtet, ist ein Foto gemacht. Und wir können jetzt die Szene verändern. Und das machen wir so, dass wir die handelnden Personen ganz leicht bewegen. Bei der Königin die Hand hier ein bisschen runter. Die Prinzessin hier ist von dem schwarzen Ritter begeistert. Die hebt die Hand. Der Prinz dreht den Kopf ein bisschen. Hier der Herold, der hat ein recht unruhiges Pferd. Das bewegt sich immer so ein bisschen. Und der schwarze Ritter kommt der Tribüne noch ein bisschen näher. Nächstes Bild. Jetzt gucken wir uns mal die Szene an, indem wir hier oben auf den Play-Knopf drücken. Und dann sehen wir das, was da passiert ist. So, das war jetzt die Herausforderung. Jetzt müssen wir die Szene noch umbenennen. Drücken hier auf den Namen von dem Film. Steht da mein erster Film. Das steht aber da immer. Den Namen löschen wir raus. Ups. Und nennen das Ding Szene 2. Und drücken auf OK. Und jetzt ist der Film als Szene 2 abgespeichert. So, die nächste Szene spielt sich hier ab. Der Prinz will jetzt also auf sein Pferd steigen, um die Herausforderung anzunehmen. Und hier haben wir ihn und er läuft los. Und hier drüben, kleiner Schwenk hier rüber, ist einer von den Knappen des Prinzen mit dem Pferd des Prinzen. Und hier drüben ist unser Tablet mit der Stop-Motion-App. Und hier drüben ist noch ein Knappe des Prinzen, der bringt ihm so eine Treppe, damit er aufs Pferd überhaupt draufsteigen kann. Und jetzt geht's los, wir machen das erste Bild. Und jetzt muss der Prinz sich ja bewegen. So eine ganz leichte Bewegung. Nächstes Bild.
Jetzt sind alle Szenen im Kasten und wir können den Film weiter bearbeiten. Natürlich kann man den Film auch ganz einfach auf dem Tablet anschauen. Ihr könnt ihn dann hier auf dem Tablet starten und abspielen. Dann seht ihr die Handlung hier auch und könnt euren Film jemandem vorführen. Aber es macht vielleicht auch Spaß, die einzelnen Szenen aneinander zu bauen und mit Ton, zum Beispiel Musik oder auch mit gesprochenen Wörtern, also Dialogen, zu unterlegen. Um das zu machen, könnt ihr leider nicht mit der App weiterarbeiten, sondern müsst ihr dann tatsächlich einen Computer nehmen und dort die Filme hochladen. Wenn ihr nicht genau wisst, wie das geht, fragt einen Erwachsenen. Der wird euch sicher helfen können, mit einem USB-Kabel die Filme auf den Computer zu übertragen. Dort braucht ihr dann noch ein Programm, mit dem ihr den Film weiter bearbeiten könnt. Ich habe den Film vom geheimnisvollen Schwarzen Ritter, zum Beispiel mit Movie Maker, zusammengesetzt und dann mit Musik unterlegt. Wenn ihr den Film mit Musik unterlegen wollt, müsst ihr darauf achten, dass ihr nur solche Musik nehmt, die man dafür verwenden darf. Die Musik muss kostenfrei sein und auch nicht abgabepflichtig. Man sagt dazu GEMA-frei. Schreibt sich GEMA-frei. Danach müsst ihr im Internet schauen, da findet sich Musik, die ihr sowohl kostenlos dafür verwenden dürft und auch eben nichts an diese Verwertungsgesellschaft GEMA bezahlen müsst dafür. Oder aber ihr sucht euch ganz alte Musikstücke heraus, zum Beispiel solche, die schon ein paar hundert Jahre alt sind, da gibt es auch ganz tolle Sachen, und könnt selber musizieren. Und dann könnt ihr die Musikstücke mit dem Instrument einspielen oder ihr fragt jemand in der Familie, der das kann, und nehmt das auf, dann könnt ihr das auch verwenden. Damit könnt ihr dann eurem Film Musik unterlegen oder ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ein Mikrofon habt, Texte einsprechen und die unterlegen. Das kann man zum Beispiel auch mit dem Handy machen, mit dem Audiorekorder. Da sind eurer Fantasie und eurem Tatendrang dann keine Grenzen gesetzt. Der kleine Film vom geheimnisvollen Schwarzen Ritter ist jetzt aus, aber viele Fragen bleiben ja offen. Warum hat der Prinz den Schwarzen Ritter oder die Schwarze Ritterin vorher überhaupt gekannt? Die fallen sich ja am Schluss in die Arme. Da müssen sie sich ja schon irgendwoher kennen. Also was ist die Vorgeschichte oder wie geht's weiter mit dem Prinz und dem Schwarzen Ritter? Was sagt die Prinzessin dazu zum Beispiel? Oder die Königin und der König? Also, so könnt ihr euch selber überlegen, wenn ihr schon mal eine kleine Szene gedreht habt, wie kann mein Film weitergehen, was ist davor passiert, was ist danach passiert, wenn ihr dazu Zeit und Lust habt. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ihr habt jetzt selber Lust, einen Film zu machen. Viel Spaß dabei. Bleibt gesund. Tschüss.